Ihr wollt wissen, warum ich hier an die Decke gehe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe mir überlegt, wenn ich überhaupt irgendwo einen Überblick behalte, packe ich als erstes mal die ganzen Rohstoffe rein. Wir haben ja schon Schwefel da reingepackt. Unser Uran ist auch angeschlossen. Auch wenn es noch nicht fährt, aber das hat Gründe. Jetzt muss ich die Stelle finden, wo ich denn unseren Beton mache. Also überlegt, als nächstes Limestone oder Kalkstein anzuschließen. Wo war das? Das waren Raffinerien. Wo habe ich die nur hingesetzt? Los. So. Gucken wir mal dahin. Hatte ich die da hinten hingepackt? Hatte ich die weiter nach oben gepackt? Bei der ganzen Angeschließerei. Was ein Wort. Das gibt es gar nicht. Okay. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist Quarz. Das ist das Einzige, was ich weiß. Also ich weiß noch ein bisschen mehr, aber das hier ist zum Beispiel das ganze Alu-Geraffel. Aber wo zum Geier habe ich denn da sind noch mehr Raffinerien. Habe ich da den Spaß gemacht? Guck ich mal. Oh, da steht immer noch der Money rum. Das ist Kupferblech. Hier muss ich mir sowieso noch einen einfallen lassen, weil die Kollegen machen mehr Kupferbarren, als ich hier überhaupt so abfahren kann. Aber das lösen wir anders. So. Was haben wir hier hinten? Das müsste für Katerium gedacht sein, der Spaß. Richtig. Kupferblech, Katerium. So. Da ist Eisen. Wo habe ich denn den Spaß hingesetzt? Tatsächlich möchte ich das auch machen, um herauszufinden, wo ich was hingepackt habe. Hier drüber. So, da ist das alles. Im Moment kommt mir das vor, als hätte ich die einfach vergessen. Öl habe ich hier angeschlossen. Das hat funktioniert. Da fehlt nur noch Wasser. So, was haben wir hier? Gummi. Da ist Kunststoff und da ist auch Gummi. Aber die habe ich doch garantiert irgendwo hingesetzt. Da oben nicht. Aber wo könnten sie dann sein? Ich muss ja definitiv irgendwas mit dem Concrete machen. Sag mal, so blöd bin ich. Also, ich weiß, manchmal bin ich nicht ganz so helle. Aber so dämlich bin ich jetzt auch nicht. So mache ich den Spaß ja. Also hier ist Sulfur. Also Schwefel. Schwefelsäure. Da kommt das Zeug an. Aber das würde ja bedeuten, ich habe mal eben 8 Assembler vergessen. Ich suche nach Raffinerien, ich Idiot, und es sind Assembler. Es läuft wieder. Es läuft wieder richtig gut. Ja, herzlich willkommen bei Sven's Factory, ne, wo Pläne einfach nur Papierverschwendung sind. Also, dann schreibe ich sie mir nicht auf Papier. So, wo habe ich den Rubber Concrete? Wenn ich da hinten Rubber mache, dann muss ich irgendwo die Assembler hinpacken, gepackt haben.
Wir sind weiter auf der Suche. Wenn ihr Freunde von Wimmelbild spielen seid, das ist hier so ähnlich, nur dass das ein anderer macht und keine Ahnung hat, was er da tut. Mein Vorschlag. Drückt doch mal auf den Abo-Button, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das war fast smooth, oder? So, wo habe ich den eingeplant? Ich habe keine mehr in meiner Liste. Gut, ich habe auch keine Pumpen mehr in meiner Liste, weil dieses Spiel es jedes Mal vergisst. Es muss hier irgendwo eine Stelle geben mit 8 Assemblern. Fabrikatoren. Aber wo? Habe ich die hier unten? Was macht ihr? Martin. Du machst Alugehäuse. Ihr macht Alu. So, Etage drunter. Wo könnte ich das hingetan haben? Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen sehr nervig, aber mich nervt es auch. Was machst du? Nicht das, was ich brauche. Und du? Ebenfalls nicht das. Du machst ganz anderes Zeug. Also, hier in der Ecke können wir schon mal nicht haben. Irgendwas ist wieder. Aber gebaut habe ich die bestimmt alle. Hier sind wir nicht. Hier sind wir nicht. Okay, da stößt man sich den Kopf. Aua. Dann gehen wir mal schnell. Und dann hier wieder durch und hier durch und einmal geschlängelt. Da läuft auch schon Beton, aber das ist nicht der, den ich suche. Das ist nicht der Beton, den ich suche. So. Hier hoch. Ja, bist du. Bergstein und Gummi. So. Irgendwo habe ich ihn ja hingesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und den habe ich übertaktet. Es sind nur 7, die da oben stehen. Okay. Wunderbar. Das geht nämlich auch da rein. Schön. Und ich bin noch vollkommen frei, wo ich was hinsetze. Was ist, wenn ich diese Platte wegnehme? Wo drunter stehe ich dann? Sehr doof. Das sind Ausgänge. Und da ist egal. Das heißt, den kann ich ruhig machen. So. Angeschlossen sein. Genau, das wollte ich noch machen. Besser. Haben wir. Da kommt das Gummi rein. Wie könnten wir, das kommt von da hinten, können wir da langlegen, hier hin. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das genau mache, aber okay. So, und du bist der Kollege, der mir das bringt. Wie machen wir das? Das haben wir ungefähr bei dem Schwefel. Schwefel haben wir so hoch. Ne, kam von da oben und haben wir ihn da rumgebracht. Das andere Zeug liegt da unten irgendwo. Haben wir. Ich setze mir mal eben hier ein Loch hin, dann habe ich ein bisschen Überblick.
Das kommt da raus. Unpraktische ist gerade der Bahnhof. Weil da kommt das Schwefel her. Das heißt aber, ich könnte das am Schwefel entlang legen. Oder lege ich es... Statt das durch den Boden zu legen, könnte ich es natürlich auch hier oben drüber legen. Ich komme nämlich auch direkt da an. Das ist ja auch viel besser. Okay, Leute. Wir bauen. Und schon geht die Folge los. Das war ja schnell. Einer zu viel. Das ist ja wie ich fast. So. Ne, das geschieht von hier aus nicht, aber nicht so schlimm. Oh, nein, Logistik ist das. Warum nicht? So, komm ich klar. Nee, komme ich nicht mit klar, weil ich mich nicht da dran. So, dahin. Heute Morgen. Hab ich dich da falsch hingestellt? Habe ich das anders eingeplant mit dem? Da geht's rein. Wofür habe ich dich eingeplant? Warum habe ich gerade so das Gefühl, dass ich gerade was verdiene? Mann, oh Mann, ich sollte Sachen zu Ende machen. Okay, Planänderung. Scheinbar habe ich das so vorgesehen, dass wir hier lang gehen. Dann tun wir das auch. Warum auch immer. Wir tun auch gleich einfach so, als hätte ich das nie so falsch gemacht. Ne? Das ist uns allen klar, oder? Ich frage dafür einen Freund. So, jetzt geht das da durch. Ich muss eigentlich irgendwo... Also den hat es nie gegeben. Wollte ich nochmal anmerken. So.
Hammer. Habe ich mir denn dabei gedacht? Vermutlich nicht viel, ich weiß. So. Da, da, zack, zack. Gehst hier durch. Erstmal. Dahin. So. Du kommst da lang. Dorthin. So, dann fliegen wir hier hoch. Und so, als wäre das hier niemals passiert. Nehmen wir das entfernen. Der da ist ja sowieso auch blöd. Das war ja auch eine doofe Idee. Lass das trotzdem stehen. So, dann brauchen wir auch hier diesen komischen... Das sieht ja auch doof aus, wenn der hier so einen komischen halben, ne, den hat. So, jetzt praktischerweise steht hier auch schon alles an. Super. Wow, das hat deutlich länger gedauert, als es sollte. Das heißt jetzt aber, wir müssen uns hier Gedanken drüber machen, wie wir von hier drüber nicht runterfallen. Wir haben nämlich hier oben Gummi. Ne. Das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht. Wo hatten wir den Punkt gesetzt, wo wir sowohl Gummi als auch Kunststoff abzwacken wollen? Das war doch hier. Das sind Splitter, oder? Ich habe nicht drauf geachtet. Welche Richtung? Ja, raus. Okay. Dich setzen wir da drüber. Jetzt müssen wir einmal gucken, welcher was war, damit ich das noch weiß. Wow. Das läuft heute so richtig gut. Einmal hier drüber. Der untere schickt Sachen. Auf. Okay, was schickst du hier rüber? Weil du bist ein Eingang. Du schickst Kunststoff. Meine Fresse. Du schickst Kunststoff hier lang. Läuft das heute gut? Oh Mann. So. Unten Kunststoff. Dementsprechend ist oben Gummi. Gut. So, Gummi brauchen wir da hinten. Ein Teil. Wir... Für sonst noch irgendwas Gummi? Gerade. Fürs Recycling. Brauchen nur fürs Recycling noch Gummi? Da gehen zwei Leitungen ab. Und ich sehe gerade. Nee, das sind. Das sind mega verwirrende Zahlen hier, weil. Ist das richtig? 7,042 Teile pro Minute? Weil Residual Rubber? Nee, das ist recycelt. Da habe ich 5 Apparillos für. Müssten diese hier sein? Okay.
Machen 4, machen 20. Also 80 plus die 4,76. Warum auch immer sowas, aber egal. Okay, dürfte passen. Es ist verrückt. Ich blicke nicht mehr durch. Okay, wir müssen hier hin. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach hier hin. Plus minus ein, das müssen wir jetzt gleich herausfinden. Setzen den da hin. Ziehen ihn hier rüber. Weil alles, was wir an Gummi hier rauskriegen, muss nach da hinten. Ums. Müsst ihr irgendwo ein Loch in der Decke haben? Ach. In der Decke. Du gehst jetzt nach da. So, weiter. Okay. Sag mal. Ich will doch nur hier rauf. Jetzt schon wieder fest. Okay. Jetzt wieder ab da hoch. Hier kommt das an. Da kommst du an. Dort an. Und jetzt musst du hier nur noch da rein. Das sieht aber nicht so schön aus, deswegen machen wir das jetzt. So, zack, zack. Eins, zwei. Komm, klick. Und rein. So. Ich habe beinahe gesagt, das war ja einfach. Aber nein, war es nicht. Okay, wir haben Gummi da drin. Wir haben damit den Betonteil abgeschlossen. Das Betonzeug geht sogar direkt weiter. Denn Beton kommt raus und geht sofort da unten rein. Wird hinten umgeleitet, geht dort rein. Wofür brauchen wir noch Beton? Für Plutoniumzellen. Das heißt, hier am Ende ist noch Beton über. Beton war die zweite. Geht da lang, da hinten rum. Und geht da hoch. Ist das echt schon drin? Du machst die Stahlbetonträger. Okay, dafür bist du da. Das war das. Okay. Da haben wir die Pipes, die auch Beton brauchen. Fehlt also das, was da über ist. Wie haben wir denn da noch über? Wie viel geht hier überhaupt raus? 144 und 205. Okay. Alles machbar. So, das, was da über ist. Da rein, was musst du? Aus Kunststoff.
ist das gar nicht. Was habe ich denn hier? Das ist doch das Rubber, das brauche ich doch gar nicht. Aber ja, Quatsch. Haben wir nie gemacht. Gott. Das ist der, da kommt irgendwas anderes. So, genau, hier kommt das Zeug rein. Und zwar in den unteren, unten, und unten endet hier. Das heißt, wir haben hier noch Beton. Setzen wir erstmal hier hin, als Zeichen, dass wir noch raus haben müssen. Muss ich einmal wissen, wo wir damit hin müssen. Plutoniumzell, habe ich gesagt. Das ist Particle Accelerator und Assembler. Das heißt, es muss nach ganz hinten. Es muss nach ganz hinten. Wir müssen 11 Stück von den Dingern rumstellen. Ich habe eine Ahnung, wo das hin muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Schaffen wir das noch? Also ich suche mir die Apparillos jetzt erstmal raus. Nee, 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 nee. Guck mal, wenn man hier runterrutscht, geht das halb so. Ist das halb so wild? So, wollte ich sagen. Nee. So, musste da hingehen, ne? Du brauchst das. Auf der Seite ist der Ausgang. Hier sind die Eingänge. Du brauchst es auch. Ja. Das heißt, streng genommen, wäre doch da ein guter Weg. Oder ich mache das. Moment. Da geht das lang. Dann ziehe ich das da lang. Ist die gleiche Höhe. Ziehe das da lang. Ich muss sowieso noch einen Bus bauen hierfür. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt, das schaffe ich in der Zeit. Ja, auf dieser Höhe hier. Perfekt. Da kommt der Spaß runter. Das heißt, das gerne. Da kommt das runter. Jetzt mal gucken, kriege ich das so hin? Ja, yeah, das geht dann unten durch die Maschine durch. Ist mir klar, aber auf zum Meckern. Nein. Schön mittig hier zwischen den. Ey, Wahnsinn. Klasse. Das haben wir schon. Das heißt, also die Vorbereitung haben wir schon mal gemacht. Jetzt können wir hingehen. Den Spaß irgendwie. Ein bisschen was von Jump and Run. Auch ein bisschen. Ups. Hier hoch. Hier rüber. Hier rüber, habe ich gesagt. So. Weiter, weiter, weiter. Wir schaffen das doch noch. Da wollte ich gar nicht lang. Hier wollte ich durch. Danke. Dann wollte ich hier drauf. Hier hoch. Und dann bin ich auch schon fast da. Das kann ich von oben machen. Das war nur das Problem, dass ich noch einen höher musste, ne?
Wo war mein Rest? Da ist mein Rest. Der Rest kommt gut. Passt gut an. Richtung. Dahin. Gummi geht hin, Beton geht zurück. Wunderbar, das haben wir. Haben wir sogar noch geschafft. Ah. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.